Das war also Farmer Frank. Spring, 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 spring. Der Farmer. Was hat er denn erlebt? Ich hab Mist gebaut, Frank, aber ich hab's abgesessen. Warum bestrafen die mich noch weiter? Die Leute sind nachtragend, Reese, und haben nichts Besseres zu tun, als ihre Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken. Dagegen kannst du nicht viel tun. Aber ich arbeite gut und sehr hart. Echt jetzt, Mrs. Graves glaubt, ich beklaue sie, sobald sie mir den Rücken zudreht. Nee, sie ist okay. Sie ist eine von den Guten. Na, ihren Ehemann führt sie aber ganz schön an der Nase rum. Schluss damit. Du willst nicht, dass andere dich verurteilen, dann verurteile die anderen auch nicht. Tut mir leid, Frank. Halt einfach den Mund, halt dich raus und halt dich bedeckt. Kriegst du das hin? Mund halten, raushalten, bedeckt halten. So wie immer. Kapiert. Und halt dich von dieser Rachel fern. Wenn ich die Blicke zwischen euch beiden gesehen habe, dann auch ihr Dad. Und du willst Sam Baker nicht zum Feind haben. Jetzt gib mir den Steckschlüssel und dann kümmern wir uns um dieses Rad. Abgesehen davon möchte man, glaube ich, keinen Baker als Feind haben, wenn man Resident Evil gespielt hat. Und es gibt einen neuen Charakter. Rice. Public Footpath. Ups. Ach, da vorne. Das heißt also, von Frank werden wir uns in den nächsten paar Folgen auch verabschieden müssen. Wie von Jeremy und wie von Wendy. Ich möchte eigentlich da zu diesem Haus, aber ich werde tatsächlich erstmal hier rumgehen. Über den Acker. So, was offenbart uns das Bällchen? Sieht man das Observatorium von dort? Das liegt hinter der Kuppe, an der Windmühle vorbei. Wollen Sie nahe am Bahnhof wohnen, um schnell abhauen zu können? So etwas in der Art. Sie und Steven. Sie beide sind sich nicht so besonders grün, was? Das bleibt zwischen ihm, mir und den Kühen. Das müssen Sie mir bitte erklären. Es geht niemanden etwas an. Hören Sie, Sie wirken ganz nett. Kümmern Sie sich nicht um die Leute im Dorf. Wenn man mich in Ruhe lässt, bin ich zufrieden. Steven ist der, der gerne im Mittelpunkt steht. Er ist immer noch der Alte. Francis Appleton, Sie sind ein gemeiner Mann. Kein Wunder, dass Ihre Schwester Sie meidet. Stevie und Liz. Da vorne. Der übliche Spruch. Wunderschön. Es ist so wunderschön. Ich habe da eben einen Wasserfall gesehen. Ah, jetzt komme ich ja nicht durch. Ah. Ich darf da ganz außen rumgehen. Boah.
würde mir hier so ein kleines Gartenhäuschen aufstellen und würde wahrscheinlich den ganzen Tag hier rumwuseln. Ist das Wasser sauber, mein lieber Mann? Schwimmen! Ein Einkaufswagen. Altes Fahrrad. Breaker 9, rufe auf 9. Hier ist Lost Cowboy. Ist sonst noch jemand da? Hallo? Breaker 1-9, Breaker Traveling Sherlock. Charlie, bist du da? Over. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Du weißt ganz genau, was du tun musst. Ich kann das nicht tun, verlang das nicht. Du bittest mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft. Nein. Erzähl du mir nichts von Opfern, du rückgratloser kleiner Arsch. Dämlichen Mistkerl. Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Ich weiß nicht, was mit denen falsch ist, mit den Zweien. Was haben die denn gemacht? Was haben die denn gemacht, dass alles tatsächlich so ausartet? Oder ausgeartet ist, weil jetzt ist ja hier nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Ich meine, gut, es ist ein kleines, eingeschworenes Dorf, aber warum hacken denn alle auf Kate rum? Und warum ist sie denn nicht so gut für dieses Dorf? Muss ich da überhaupt hin? Warum ist Steven so anders? Das hat ja die Wendy gesagt, dass sie ihn nicht mag, wenn Kate bei ihm ist. Also was zur Hölle ist passiert, seit sie das tatsächlich hier ist? Ich meine, sie kann ja auch nur einen Job angenommen haben im Observatorium und hat damit überhaupt nichts zu tun, aber scheinbar ja doch eigentlich mehr. Wade hat mich etwa 6 Wochen danach angerufen, als er dachte, ich könnte die Wahrheit verkraften. Ich werde nie wieder gutmachen können, was sie getan haben. Sie war eine gute Frau, Frank. Die beste. Kommen Sie doch wieder zur Kirche, in die Gemeinde. Man vermisst Sie. Ich hasse ihn, Pater. Ich kann nicht niederknien und etwas anderes heucheln. Und ich begreife wirklich nicht, wieso Sie ihn nicht auch hassen. Ich strenge mich an, es nicht zu tun, Frank. Passt nicht so ins Berufsbild. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wir müssen ihm vertrauen, auch wenn uns seine Methoden verborgen bleiben. Vielleicht bis Sonntag. Sträußchen. So, Jeremy hat trotzdem weiter versucht, alle Leute irgendwie wieder in die Kirche zurückzuholen. Vielleicht, weil ihnen der Halt tatsächlich gefehlt hat und er dachte, dadurch finden sie wieder oder bekommen sie wieder etwas. Aber so ist es halt mit dem Glauben. Entweder man tut es, man glaubt dran oder man glaubt eben nicht dran.
Und dann ist halt auch wieder die Frage, wenn es da oben tatsächlich jemanden gibt, warum lässt er so viele schlimme und böse Sachen zu? Ich weiß nicht wohin. Und ich hoffe, es löst sich tatsächlich zum Schluss auf, wer wir hier eigentlich sind. Der hier dann, oder die hier so rumläuft. Ist hier da irgendwo ein Radio? Da oben. Jedes Radio weiß auch was anderes oder erzählt uns was anderes. Ich habe aufgelegt. Steven versteht es nicht. Selbst wenn er hier wäre, um es direkt zu erleben, würde er es nicht verstehen. Es muss einen Weg geben, das Signal zu konsolidieren, es wechselseitig zu verstärken. Sie möchte ein Signal verstärken. Ich weiß nicht, welches Signal und ich weiß auch nicht, was sie da verstärken möchte. Ich werde aber die Vermutung nicht los, dass die beiden da was damit zu tun haben. Wo ist denn unser Frank Glitterball? Ah, da. War dann wahrscheinlich den ihr Haus. Noch ein Radio. Das Radioteleskop in Turm 6 ist durchgebrannt. Die Hintergrundstrahlung aus dem Penrose-Abschnitt ist geradezu explodiert. Als ob sich die Mathematik zusammen mit dem Licht bricht. Alles ist in ein seltsames Glühen gehüllt. Mein Gesicht ist noch taub von der Verbrennung. Ist es Dreck oder ist es Blut? Warum sind hier wieder so viele kleine Leuchtfussel. Da war doch noch eine Tür. Gehen wir mal erst hier rein. Oh Gott. Vom Küchentisch? Öl. Feed them. No, later. Okay. Hat er seine Tiere vergessen? Da draußen. Ein bisschen weiter weg. Kann ich mit dem hier nichts machen? Thank you.
Ne, ich kann scheinbar mit dem nichts machen. Geh jetzt mal da nach hinten. Das hier ist England. Die können nicht einfach die Züge stoppen und die Leute festsetzen. Das gefällt mir nicht, Frank. Ganz und gar nicht. Keinem gefällt das, aber es bringt nichts, in Panik zu geraten. Alle sind wütend und lassen es an mir aus. Hab ich etwa die Züge gestrichen? Und hat man mich vorgewarnt? Nein, kein Sterbenswörtchen. Gestern hieß es noch, beruhige die Leute, Howard. Es sind nur kleine Störungen. Und heute gibt es Regierungsverordnungen und bis auf Weiteres. Und sie schaffen das schon. Das halbe Dorf ist verschwunden. Die paar Leute, das ist nicht das halbe Dorf. Oh, bis jetzt. Aber ich habe schon viel gesehen, damals im Falklandkrieg. Ich habe heute Morgen die alte Luftschutzsirene getestet. Luftschutzsirene? Was in aller Welt hast du damit vor? Sie lag im Bahnhofslagerraum, habe sie mitgenommen und unter das Bett gelegt. Ich dachte, die könnte irgendwann was wert sein. Oh, verdammt. Schon gut, das ist nur Nasenbluten. Hier, nimm mal ein Taschentuch. Es ist noch sauber. Danke, Frank, danke. Das habe ich heute schon den ganzen Tag. Okay, also wird er auch bald sterben? Hier liegt das Tuch. Manchmal bewegen sich die Blumen, da könnte man gerade meinen, da sitzt irgendein Hase oder eine Maus unten drin. Okay, jetzt ist der Glitzerball auch weg. Weiß nur nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Da.